Überlebe Ariana Grande in Area 51. Dann mal los. Oh, die Musik muss ich wohl ausschalten. Gott, was ist denn hier überhaupt los? Okay, da ist ein Loch. Ich glaube, in das Loch wollte... Okay, warum springt ihr in das Loch rein? Das ist ein Riesenloch. Stellt euch vor, ihr erscheint einfach hier irgendwo im Nichts. Da ist ein Loch. Was ist das Erste, was ihr euch denkt? Ich spring einfach rein. Na gut, wir haben es überlebt. Und dann gucken wir mal nach, was es hier noch so gibt. Das ist zum Öffnen oder das ist zum Schließen. Das ist cool. Schauen wir uns weiter oben. Entschuldigen Sie, Miss. Hat ihr ein Messer? Ist das Ariana Grande? Ich glaube, wir überleben Ariana Grande. Sie steckt im Boden fest. Was ist das denn? Ariana. Okay, Ariana, komm. Wir gehen erstmal weiter. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel zu beachten. Hier gibt es keine große Gefahr mehr. Ariana steckt einfach im Boden fest. Oh Gott, nein! Hilfe! Hilfe! Schließen! Schließ die Türen! Schließ die Türen nicht öffnen! Ja, ja! Schließen! Und bleib ja weg! Bitte lass mich wieder raus! Oh Gott! Da sind zwei Monster! Seht ihr das? Seht ihr das? Die wollen mich holen kommen! Lass mich hier raus! Hilfe! Nein! Please, lass mich raus! Oh ja, danke. Ich sperre die jetzt ein. Tschüss! Die sind jetzt tot. Und da hinten sind weitere Ariana Grandes. Wir müssen ja aber erstmal durch, ne? Ich weiß nicht, darf ich die berühren? Oh ja, darf ich. Radio! Ah! Hilfe! Ah! Wo kommt ihr denn her? Ja. Gut umlaufen und zumachen. Nein! Ah! Wir laufen einfach weiter. Wir laufen einfach weiter. Tschüss, Arianas. Ich bin ein Riesenfan. Ich bin ein Riesenfan. Wisst ihr noch damals, als ihr Cat gespielt habt in Victorious und Sam und Cat? Oh nein. Ach, die Arianas haben mir nicht gefolgt. Oh Gott, ich bin hier sicher. Was ist da? Oh Gott! Ich bin hier nicht sicher. Das ist ja gar nicht Ari... Oh. Ah! Nein! Ah! Ah! Nein, Hilfe! Ah. Ich bin fast tot. Ah! Oh. Okay. Okay. Warum sind da unten so viele Arianas? Was soll das denn? Oh Gott. Ich liebe es, ich liebe es. Click to buy Rocket. Eine Rocket will ich nicht kaufen. Kostet bestimmt Robux, ne? 400 Robux habe ich nicht. Gut, schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Also man muss wirklich durch das Loch rein, damit das Spiel anfängt. Das hier oben ist wirklich nur ein Shop. Okay, es macht vielleicht auch Sinn, damit die Arianas nicht hier rauskommen aus der Area 51 Base und uns direkt am Spawn killen. Was haben wir hier noch? Cartwright into Ariana Grande. Was ist das? Ariana Grande World. Oh mein Gott, es gibt so viele Ariana Grande-Spiele. Komm, wir gehen in Cartwright into Ariana Grande. Oh, wie schön. Da ist wohl jemand ein Ariana Grande-Fan. Stell dir vor, du bist Ariana Grande und siehst, dass es so ein Spiel von dir gibt, wo überall Bilder von dir hängen. Was würdest du denken? Stell dir vor, von dir, wer auch immer gerade zuschaut, stell dir vor, von dir hängen hier in irgendeinem Roblox-Spiel so ganz viele Bilder. Oh Gott. Gut, VIP du Ariana Grande. Sie ist ein Held. Oh mein Gott. Ja, und dann geht hier der Cartwright los. Ich würde sagen, ich grab mir so ein Kart. Geh da rein. Blub, blub. Click to start und look. Nee, ich will nicht mit dir dahin fahren. Ich will das ohne dich machen. Gut. Los geht's. Das sind dann noch diese Standard-Cards. Ich meine, hübsch umgebaut. Alles so in einem pinken Neon-Theme. Was ist das für eine Skybox? Die Skybox sind einfach nur Ariana Grande-Bilder. In allen Richtungen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das creepy. Stellt euch das mal vor. Was ich sagen wollte, das ist jetzt diese Standard-Card, das man in all diesen Cartwright-Dingern kennt. Das bedeutet, wenn wir zu schnell damit fahren, dann fliegen wir sowas von raus. Und ich würde sagen, schneller! 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 Ich kann es gar nicht mehr anklicken. Schneller! Okay, das war's dann wohl. Da oben gibt es doch Teleport. Ich kann mich zur Lobby teleportieren. My everything, dangerous woman. Ich will zu dangerous woman. Oder ich kann mich nirgendwo... Ach, Checkpoints! Es gibt Checkpoints! Wie cool ist das denn? Das sind nicht einfach nur irgendwelche Crap Games. Also die Leute haben sich immerhin die Mühe gemacht, hier ein bisschen Content dazu zu programmieren. Das finde ich schön. Auch wenn hier dieses hässliche Donation Board ist, immerhin so ein bisschen umgestaltet, dass es etwas besser passt. Ist ja schon mal ein Anfang, aber ich finde dieses Donation Board immer noch hässlich. Wenn ihr ein Roblox-Spiel entwickelt und ein hübscheres Donation Board haben wollt, dann schaut euch mein Donation Board an. Ist auf meinem Kanal in den Quick Tutorial Playlist, glaube ich, drin. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal ins Kart wieder rein. Und los geht's. Ich hoffe, bei der Geschwindigkeit schaffen wir das jetzt. Ich würde sagen, wir skippen auch mal so lange. Oh, ich bin rausgefallen. Okay, das Kart fährt nicht zuverlässig genug. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus und gucken uns mal weitere Spiele an. Das Spiel kriegt von mir ein Like. Gibt es denn noch andere Ariana Grande-Spiele? Scheinbar nicht. Keine Ergebnisse gefunden. Zeige... Ach, Ariana Grande ist zensiert. Okay, okay. Escape from School. Keine Ahnung warum, aber das spricht mich gerade irgendwie an. Das will ich sehen. Von Dominator 42. Oh mein Gott, das ist so ein Klassiker. Schaut hier an.
Warte, kann ich mich hier auch reinsetzen? Nee, der Sitz ist leider besetzt. Aber hier sitzt einfach ein Noob in dem Noob. Finde ich gut. Warte, the Classroom. Ich bin im Classroom. Ah, man kommt in ein Team, je nachdem, wo man gerade ist. Escape. Da ist eine VIP-Door. Ah, VIP kaufe ich mir jetzt nicht. Ich verdiene noch nicht genug Geld mit YouTube, um mir Robux auszugeben. Escape, hier ist doch der Exit. Easy. Oh, die Tür ist verschlossen. Nein, wie soll ich jemals aus der Schule entkommen? Und in dem Klassenzimmer, oh, hier ist ein Computer. Ein Computerraum. So, wir gehen jetzt erstmal auf den Desktop. Ah, guter Windows 7 Bildschirm. Ja, wir haben Firefox. Gehen wir mal erstmal auf YouTube ein bisschen was gucken. Oh mein Gott, so sah YouTube wirklich vor 10 Jahren aus. Ah, das alte YouTube. Ich wünschte, wir könnten hier auf irgendeinen Kanal gehen. Das alte YouTube war noch so cool, man konnte so viel customizen. Er hatte natürlich auch seine Nachteile. Okay, Roblox gibt's auch. Und so sah Roblox übrigens damals aus. Ach, das war noch Zeiten. Und Google. Und die Google. Google hatte früher auch noch ein anderes Logo. Das war noch Zeiten. Kennt ihr eigentlich noch diese ganzen alten Website-Designs? Oder seid ihr noch alle noch zu jung, um das zu kennen? Oder beziehungsweise seid ihr jung und kennt es trotzdem. Das kann ja auch sein. Also in die VIP-Area können wir nicht rein. Dann gucken wir einfach mal in Gym. Ah, ich kann nicht in Gym. Okay, dann gucken wir nicht in Gym. Ich wette, der Ausgang hier ist auch wieder blockiert. Ja. Oh, ist da gerade jemand gestorben? Hier ist der Direktor. Oh, man sollte vielleicht nicht zum Direktor gehen. Oh, okay. PlayStation. So ein Bot. Oh. Hier hat jemand die Sitze falsch gemacht. Nee, die sind nicht falsch gemacht. Genauso soll ich hier auch sitzen. Okay, hier ist die Cafeteria. Und steht das jetzt hier auch? Nee, ich bin immer noch im Classroom. Okay, wenn ich zum Storage gehe, komme ich nicht rein. Okay, in den Storage komme ich nicht. Dann gehen wir halt hier jetzt. Können wir auch nicht durch. Ah, wie sollen wir denn escapen? Gibt es einen Weg, irgendwie durch die Türen durchzukommen? Es gibt Reset und was ist das? Oh mein Gott. Ich kann mein Gesicht ändern. Oh, ich liebe es. Ich kann mein Gesicht ändern. Yeah. Ja, das ist jetzt mein Gesicht. Das ist doch mal ein cooles Feature. Seht ihr, was wir alles verloren haben? Früher gab es in Roblox Gesichtsänderer und jetzt nicht mehr, oder wie? Was ist, wenn ich hier heimlich vorbeisneake? Hallo, hallo, Direktor. Ich möchte nur einmal ganz kurz... Ach, get back to class. Okay, ich bin back to class. Okay, wir brauchen einen anderen Weg, um... Oh, ach, ich steck fest. Hilfe. Okay, ich muss... Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss mich resetten. Ist auch schön, dass man so ein Reset-Tool hat. Okay, kann ich hier im Lehrerpult was machen? Nee, aber auch genau das Gleiche. Wir können uns wieder die alte YouTube-Seite angucken, Roblox-Seite angucken. Ey, nicht auf YouTube gehen, wir wollen Roblox spielen. Was soll denn das? Ach, du mir einen anderen Computer. Wie kommen wir hier raus aus der Schule? Bin wir durchs Fenster? Schaut euch das mal an jetzt. Der hat eine richtige Map da draußen gebaut. Roblox Hauptquartier. Finde ich cool. Das ist halt doch der Charme von diesen alten Roblox-Spielen. Aber ich weiß halt nicht, wie ich rauskommen soll. Aber da kommt man auf jeden Fall irgendwie hin. Augenblick, und da ist ein Ausgang. Also ich muss versuchen, irgendwie da rüber zu kommen. Das kriegen wir hin. Wir schaffen das. Ich versuche jetzt nochmal ins Gym zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nee, ich komme irgendwie nicht ins Gym rein. Ich weiß, wüsste auch nicht, wie ich ins Gym kommen könnte. Hm. Der Exit funktioniert ja auch nicht. Dann versuchen wir es über die Cafeteria. Gibt es hier vielleicht einen Geheimgang? Man muss hier doch durchkommen können. Was ist der Trick? Man kann weder durch die Tür durch, noch kann man durch die Türen hier durch, noch kommt man am Principal vorbei. Was ist, wenn ich ein anderes Gesicht benutze? Ich versuche das Gesicht. So falle ich doch nicht auf. Ah, irgendwie traue ich mich nicht. Komm, komm, Bruder. Er kann uns nicht beide aufhalten. Wir müssen es zusammen schaffen. Was, Bruder? Hallo? Ich erinnere mal mein Gesicht. So, ich bin jetzt ein Commander. Okay, los geht's. 3, 2, 1, los! Du zuerst, du zuerst. Mist, er hat uns beide aufgehalten. Okay, okay. Jemand hat geschrieben, ich hab's. Wie, du hast es? Wie? Zeig. Oh, kann man vielleicht durch die Spinne? Ja, zeig, 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 zeig. Ich folge dir. Oh mein Gott, man kann hier durch die Spinne durchgehen. Oh. Okay. Oh, pass auf, da ist ein Bully. Der will dein Pausengeld. Ich hab keine 3,50. Hopp, hopp. Ha. Und hopp. Und hopp. Boah, so cool. So. Ui. Hopp. So, soweit haben wir schon mal geschafft. Ich bin jetzt schon in Chemical Garbage. Kennt man noch aus der Schule. Dieser Raum, wo der ganze Chemieabfall liegt. Um ehrlich zu sein, meine Schule... Ah! Was ich sagen wollte. Um ehrlich zu sein, meine Schule hatte 3 solche Räume. Mit der Zeit, da kommt halt ziemlich viel Abfall zustande, ne? Hopp. Und geschafft. Cool. So, jetzt geht's weiter. Hier gibt's einen Weg nach draußen. Da kommt man dann in welchen Raum? Ich weiß es nicht. Ich will aber noch nicht runter. Ich will noch gucken, wo man hier hin könnte. Ach, hier kommt man dann ins Gym. Hier werde ich angesaugt. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich da reingehe. Also gehe ich lieber mal hier hin. Oh, ich sterbe grundsätzlich, wenn ich darauf gehe. Oh, gut zu wissen. Also bei den Dingern sterbe ich. Bei den Dingern sterbe ich. Also muss ich hier einfach rüberspringen und dann hier rein. Gut, wir sind jetzt Laser Security. Laser Security hat meine Schule auch gehabt. Hat jede Schule, ne? Und dann, was ist das denn hier? Was ist das? Dangerous. Hallo, Dominator 42. Keep it up, you're halfway there. Okay, ich habe es zur Hälfte rausgeschafft. Dann müssen wir es jetzt weiterschaffen. Ja, komm, wir machen mit Shift-Lock. Easy. Oh, ich wäre gerade beinahe runtergefallen. Hopp, hopp. Hopp, easy. Ich bin so ein Meister in diesem Spiel. Und jetzt geht's rein in... Ach, in Storage Room. Richtig? Ist hier irgendwo ein Checkpoint, please?
Oh, hier ist ein Computer. Hier wird Minesweeper gespielt. Ach, das war noch gute Zeit. So, ich könnte zwar hier raufklettern, aber das bringt mir nicht viel. Hier ist die Cafeteria, von der ich vorn nicht reinkommen konnte. Wenn ich hier jetzt hochkletter, also hier kann ich bestimmt nicht rein. Oder doch, hier kann ich rein. Ich habe es bis zum Library Disaster geschafft. Ich will aber noch gucken, ob ich da irgendwo rauf kann. Ach, das ist ein Fenster. Okay, hier kann ich rausgucken. Schön. Gut, dann gucken wir jetzt mal zum Library Disaster. Don't touch the books. Ja klar, wenn man die Bücher anfasst, dann wird man ein Streber. Ih, Bücher, ekelhaft. Ich will nicht lesen. Oh, du hast mich runtergestoßen. Du Verräter. Ich wurde verraten. Babist. Okay, jetzt aber alleine. Ah! Okay, ich kann das nicht. Ich bin zu blöd für Roblox. Nochmal. Oh nein, jetzt ist er wieder da. Bitte stoß mich nicht wieder runter. Geh du zuerst. Halte Abstand von mir. Geh weg. Ich finde das cool. Das ist eigentlich die coolere Art, ein Obby zu machen. Weil hier ist noch eine Story reingebaut. Ich meine, es gibt andere Obbys, die auch eine Story haben. Aber das ist dann auch immer nur so ein linearer Pfad. Wo dann einfach nur irgendwo NPCs am Rand stehen oder so. Das hier finde ich cool mit dieser Library. Da hinten komme ich nicht hin. Was ist das eigentlich für ein Raum? Wer hat sich diese Schule ausgedacht? Was ist das für eine Schule? Okay, die Teacher haben, die Lehrer haben vergessen, den Wassererhitzer von ihrem Jacuzzi auszustellen. Wir sollten nicht ins Wasser gehen, sonst ist es vorbei. Oh, das ist so einer. Ist das nicht cool? Ich finde das voll cool. So, hier kann ich rauf. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Stimmt, ich... Oh, warum standest du da? Ich wollte gerade sagen, stimmt, ich kann ja einfach rüberspringen. Aber ich kann nicht rüberspringen, wenn der andere Typ da steht. Okay, gut, hier geht's weiter. Dann geht's jetzt hier weiter. So, und dann geht's hier weiter. Easy, rübergeschafft. So, weiter geht's mit... Was ist denn hier schon wieder los? Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Und please. Oh Gott. Und please. Oh... Und please. Und hallo? Warum ist hier Glas? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Dominator, was machst du denn schon wieder hier? Awesome, you escaped from school. Ich hab's geschafft. Ich bin raus aus der Schule. Ich kann das Motorrad jetzt grabben und die City exploren. Cool. Yeah. Endlich keine Schule mehr. Freiheit. Woohoo! Warte, ich will so einen Stunt machen. Yeah. Oh yeah. Endlich Freiheit. Das Motorrad ist geil. Okay, was haben wir hier? Teleport to Essence Royal Hotel. Okay, der Dominator hat noch weitere Spiele gemacht. Die können wir uns auch gerne nochmal ansehen. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.